Ich freue mich, dass wir heute an diesem Sabbat ein interessantes Thema anschauen können. Es wird heute um das Thema christlicher Lebensstil gehen. Pastor Olaf Schröer und ich haben vor, eine dreiteilige Serie hier vorzutragen. Und das erste Thema, um was es heute gehen wird, ist durch Anschauen verwandelt. Wieso wir das machen, ist, weil wir von ganzem Herzen überzeugt sind, dass ein Leben mit Gott, mit Jesus Christus, orientiert an seinem Wort, viel besser ist als alles andere, was uns angeboten werden kann. Im Jahr 2004 veröffentlichte Morgan Spurlock eine interessante Dokumentation. Er hat nämlich einen Selbstversuch gestartet, indem er einen ganzen Monat lang nichts anderes gegessen hat als McDonald's-Produkte. Das heißt, er ist morgens, mittags und abends zu McDonald's gegangen und hat dort das ganze Menü durchprobiert. Das hat er natürlich auch selber gefilmt und aufgenommen, sich von Ärzten vorher untersuchen lassen, seinen Gesundheitszustand gecheckt und dann natürlich nach den 30 Tagen sozusagen noch einmal sich untersuchen lassen. Und es ist sehr interessant, was dabei herausgekommen ist. Seine Regeln waren ganz einfach. Er hat gesagt, ich möchte 30 Tage lang bei McDonald's essen. Und zwar 3 komplette Mahlzeiten am Tag. Und zusätzlich möchte ich mich nicht mehr als 2000 Schritte bewegen. Jeden Tag nicht mehr als 2000 Schritte. Die weiteren Regeln waren, dass er gesagt hat, jedes Mal, wenn mich jemand nach einem Maxi-Menü fragt, sozusagen im amerikanischen Supersize, dann möchte ich das auch in Anspruch nehmen. Deshalb hat er auch die Dokumentation genannt, Supersize Me, so viel wie vergrößere mich. Die Ergebnisse, die dann von Ärzten festgestellt worden sind, nach 30 Tagen, nur 30 Tage, waren sehr interessant. Die Ergebnisse waren in diesem Selbstversuch, er hat innerhalb von 30 Tagen 11 Kilo zugenommen. Die Ärzte haben einen wirklich sehr hohen Cholesterinspiegel festgestellt. Und er berichtete zudem, dass er Stimmungsschwankungen erlebt hat, emotionale Stimmungsschwankungen, dazu noch funktionale Sexualstörungen und Fettablagerung in der Leber. Als ich mir diese Studie, dann diese Ergebnisse angeschaut habe, hat es mich schon zum Nachdenken gebracht. Und vielleicht ist es auch für uns wichtig zu wissen, was sozusagen reinkommt und was dabei rauskommt. Aber ist es nicht so, dass man sich sozusagen manchmal nur auf das konzentriert, was in den Mund reingeht? Und welche Auswirkungen das auf uns hat. Ich möchte nicht sagen, dass alles, was in den Mund reingeht, nur negative Auswirkungen hat. Wir können uns auch gesund ernähren und wir werden in den späteren Vorträgen auch etwas darüber hören. Aber Fakt ist, dass wir uns auch die Frage stellen müssen, was ist mit diesem Faktor und mit diesem Faktor? Sprich, was beeinflusst mich und wie beeinflusst mich das, was ich sehe, sei es positiv oder negativ? Und wie beeinflusst mich das, was ich höre, sei es positiv oder sei es negativ? Als ich 19 Jahre alt war, habe ich das erste Mal erlebt, was das wirklich heißt, Jesus Christus persönlich zu erfahren. Das war ein Freitagabend und nach einem sehr turbulenten Leben war ich in meinem Zimmer und habe etwas getan, was ich in meinem Leben noch nie zuvor getan habe. Ich bin auf meine Knie gegangen und habe zum ersten Mal zu 100% Jesus Christus mein Leben übergeben, weil ich gesehen habe, so das, was er immer gesagt hat, war schon immer besser für mich und ich habe immer versucht, einen anderen Weg zu gehen. An diesem Abend habe ich Vergebung erfahren und den inneren Frieden, den ich nie wieder eintauschen würde. Und weil das passiert ist, war ich in den nächsten Tagen und die ganze Zeit eigentlich so froh, Gottes Willen zu erfahren, weil ich persönlich erfahren habe,
dass das, was Gott sagt, gut für mich ist. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Dieser Text ist für mich wichtig geworden, weil er etwas weitergibt. Er sagt in Kolosser 3, Vers 1 und 2, da ihr mit Christus zum neuen Leben auferweckt wurdet, suchet Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Aber wieso? Wieso sagt Gott, dass wir unsere Gedanken auf ihn konzentrieren sollen? Ich habe noch ein anderes Text, der das ein bisschen besser verdeutlicht. Da heißt es in dem Buch Der Sieger, wenn uns die Beziehung zu Jesus wichtig ist, sollten wir uns täglich Zeit nehmen, um über sein Leben nachzudenken. Ja, aber wieso? Wieso sollen wir das machen? Was haben wir davon, oder? Wir stellen uns doch die Frage, ja, was habe ich davon? Ist eine gute Frage. Und Jesus beantwortet diese Frage. Tun wir das, dann erfüllt sich an uns, was der Apostel Paulus so beschrieben hat. Und ich denke, hier kommt das Thema dieser Predigt auch heraus. Durch Anschauen verwandelt. Da heißt es, dabei werden wir selbst in das verwandelt, was wir sehen und bekommen mehr und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das heißt, Gottes Absicht ist, nachdem wir Vergebung erfahren haben und das ewige Leben geschenkt bekommen haben, ist jetzt sein Ziel, dass wir so werden wie er. Und er weiß, dass das besser ist für uns. Und das zu erfahren, das ist ein Abenteuer. Hier heißt es, dabei werden wir selbst in das verwandelt, was wir sehen. Es hat also Einfluss auf mich, mit dem, was ich mich beschäftige. Das, was ich sehe, was ich höre, hat einen Einfluss auf mich. Und hier heißt es, es hat einen guten Einfluss auf mich, wenn ich mich damit beschäftige, was Jesus Christus uns gibt. Deshalb hat Gott auch einen Erziehungsstil entwickelt, ein Erziehungskonzept, könnte man sagen, das in 5. Mose 6 den Israeliten damals vorgetragen worden ist. Und dieses Konzept, liebe Eltern, wenn ihr wollt, dass eure Kinder ein gutes Leben führen, ein glückliches Leben führen, ein Leben mit Gott führen, hier ist diese Formel. Ganz kurz zusammengefasst sagt Gott hier, höre Israel, höre. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Prägt sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Was möchte Gott hier sagen? Wie werden unsere Kinder positiv erzogen? Naja, wir müssen hier oben anfangen. Hier heißt es, ihr sollt Gott lieben. Naja, das ist ja eine Einladung, aber auch ein Gebot gleichzeitig. Wenn wir den Kindern etwas erzählen, es aber ihnen nicht vorleben, was haben sie davon? Denn Kinder sehen und hören etwas. Das heißt, diese Kombination spricht Gott hier an. Sehen und hören. Gleichzeitig sagt Gott auch den Wunsch, wieso er möchte, dass wir unsere Kinder so erziehen. Der Wunsch ist, wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr lebt und es euch gut geht. Wenn ich euch fragen würde, wollt ihr, dass es euren Kindern und euch selbst eigentlich auch gut geht, wäre natürlich die logische Antwort, die jeder Vater und jede Mutter sagen würde, natürlich, das möchte ich von ganzem Herzen. Das ist das, was ich meinen Kindern wünsche. Das ist das, was Gott möchte. Das heißt, alles, was wir heute anschauen, ist mit diesem Konzept verlinkt. Gott möchte, dass es dir und mir, dass es unseren Kindern, unseren Teenies und unseren Jugendlichen gut geht. Es ist nichts, was er uns wegnehmen möchte oder uns das Verständnis geben möchte, wenn du Christ wirst, dann darfst du etwas nicht. Ich möchte dir etwas wegnehmen.
Gottes Konzept ist, ich möchte dich von etwas bewahren, weil ich etwas kenne, was viel besser ist für dich. Und das zu entdecken, das ist das Spannende. Weiter heißt es, so haltet sie nun und tut sie. Und jetzt zeigt Gott auf, was für einen Erfolg wir haben werden. Was haben wir davon, ist die Frage ist ja immer noch da. Was haben wir davon, wenn wir Gottes Erziehungskonzept annehmen? Gott beantwortet diese Frage wieder und sagt, so haltet sie nun und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten. Intelligent, könnte man sagen. Bei allen Völkern, dass wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Schaut euch diese Kombination an, weise und verständig, Weisheit und Intelligenz. Das ist das, was Gott uns und unseren Kindern gerne mitgeben möchte. Es liegt in unserer Hand, es ist unsere Entscheidung, ob wir das annehmen oder ablehnen, ob wir Intelligenz oder Dummheit annehmen, ob wir Weisheit oder Torheit annehmen, liegt in unserer Entscheidung. Aber Gott möchte, dass es uns gut geht. Man könnte jetzt diesen ersten Abschnitt so zusammenfassen. Gottes Wunsch für uns alle, ist, dass wir ewiges Leben haben. Das ist das, was Gott, was Jesus Christus jedem frei anbietet. Jeder kann sich dafür entscheiden. Genauso kann er sich dafür entscheiden, ob er ein glückliches und gesegnetes Leben führen möchte. Das steht hier drin. Und das ist nicht nur auf die 10 Gebote beschränkt, sondern auf die ganze Bibel, auf das ganze Wort Gottes. Das alles möchte er uns mitgeben. Und zusätzlich möchte er uns dahin führen, dass wir weise und intelligent werden. Weisheit und Intelligenz. Das ist das, was er uns vermitteln möchte. Er möchte uns nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben. Er möchte nicht, dass wir uns damit geben lassen, sondern er möchte uns mehr geben. Die Frage wiederum, möchten wir das? Möchten wir weise und intelligent werden? Deshalb, alles, was ihr, liebe Eltern, in der Hand habt, haben wir gerade gelesen. Bis zum 12. Lebensjahr haben die Eltern den größten Einfluss auf ihre Kinder. Das, was ihr ihnen vorlebt, das, was ihr ihnen zeigt, das machen sie euch nach. Das, was ihr ihnen, über was ihr mit ihnen redet, das behalten sie. Daran werden sie sich erinnern. Und das wusste Gott. Es ist keine tiefpsychologische Sprache. Es ist sehr einfach geschrieben und verständlich. Das, was Kinder machen, ja, wenn man ein kleines Beispiel, wenn Kinder an eine Blume gehen und sie anfangen zu pflücken, reicht das nicht, wenn man ihnen sagt, mach das nicht. Das verstehen kleine Kinder gar nicht. Man muss es ihnen zeigen. Ja, man geht hin und riecht an der Blume. Dann werden sie das imitieren. Und wir werden gleich sehen, wieso Kinder das so machen. Aber gleichzeitig haben, und ich denke nicht nur die Bibel, das schon sehr lange entdeckt, dass Kinder auch das imitieren, was nicht gut ist, oder? Deshalb heißt es auch, was die Kinder sehen, das tun sie auch. Was sehen die Kinder zu Hause? Das ist das, was sie nachmachen. Kinder machen das nach. Sei es positiv oder sei es negativ. Es liegt in unserer Hand. Wie ich mit meinem Partner umgehe, wie ich mit ihm rede, ob ich mit Respekt ihm begegne oder nicht, dass wir das Kind imitieren, wie der Vater mit der Mutter redet oder wie die Mutter mit dem Vater, welchen Respekt sie dem Vater sozusagen überbringt. Wie liebevoll behandelt der Vater die Mutter? Das lernen die Kinder und werden das später auch so weiter tun. Wieso ist das so? Wir haben das in der Bibel angeschaut und die Bibel gibt sehr klare, aber einfache Antworten. Zusätzlich hat Gott uns die Wissenschaft gegeben, die wahre Wissenschaft, die sich an beidem, am Wort Gottes orientiert, aber auch an der Forschung, am Menschen. Wir forschen. Und dort wird das so aufgeteilt. In der Psychologie wird Erziehung oder das Lernverhalten in drei Kategorien aufgeteilt.
In der Lern- und Verhaltensanalyse in der Psychologie spricht man vom Lernen durch klassische Konditionierung, man spricht durch Lernen durch die operante Konditionierung und durch soziales und kognitives Lernen. Und wir wollen uns heute das dritte hier anschauen. Wie lernen Kinder, Teenies, Jugendliche und selbst wir Erwachsene soziales und kognitives Lernen? Das Interessante ist, dass Dr. Rizzolatti 2004 etwas sehr Interessantes entdeckt hat. Man hat die Spiegelneuronen entdeckt. Was sind Spiegelneuronen? Naja, die Spiegelneuronen sind diese Nervenzellen, die für unsere Handlung und für unsere Bewegung sozusagen verantwortlich sind. Ich erkläre das ganz kurz. Die Handlungsneuronen sind diese Zellen, die das, was sie sehen, Impulse schicken, dass man das nachmacht. Und die Bewegungsneuronen, das sind diese Neuronen, die Aktivität über die Muskeln haben. Das heißt, sie führen das quasi dann aus. Ganz praktisch gesagt, könnte man das so darstellen. Man hat nämlich einen Versuch gemacht mit einem Affen und gezeigt, man wollte ihm das beibringen, dass er nach einer Nuss sozusagen greift und sie aufmacht quasi. Und wie bringt man das einem Affen bei? Naja, man zeigt es ihm. Man zeigt es ihm. Und jetzt ist etwas sehr Interessantes passiert. Man hat ihn angeschlossen und diese Impulse getestet und Folgendes ist dabei rausgekommen. Und das ist noch nicht so lange her. Man sagte, denn nun beobachteten die Forscher etwas Erstaunliches, dass diese Zelle, ja, man spricht von den Handlungsneuronen, die drin sind, die Impulse schicken und sagen, jetzt mach das. Aber es sind noch nicht die Nervenzellen, die dafür da sind, dass man das dann auch ausführt. Ja, man sagt nur, mach das und das hat man jetzt beobachtet. Und dieser Affe hat diese Impulse geschickt, sein Gehirn hat das geschickt, nachdem er beobachtet hat, wie jemand gegriffen hat. Denn nun beobachteten die Forscher etwas Erstaunliches, dass diese Zelle auch dann feuerte, wenn der Affe beobachtete, wie jemand anders nach der Nuss auf dem Tablett griff. Man brauchte einen Moment, um zu begreifen, was das bedeutete. Es war eine neurobiologische Sensation. Ganz konkret, was heißt das jetzt? Es wurde gefeuert, also man spricht, die Impulse haben geschossen, obwohl er es nur gesehen hat, was da passiert. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber um das noch einmal zu vertiefen. Spiegelneuronen lassen sich aber nicht nur dadurch zur Resonanz aktivieren, dass sie bei einem anderen eine Handlung beobachtet wird. Geräusche, die typisch für eine bestimmte Handlung sind, haben den gleichen Effekt. Bei Menschen genügt es zu hören, wie von einer Handlung gesprochen wird, um die Spiegelneuronen in Resonanz treten zu lassen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ganz praktisch, für Kinder bis ungefähr 12 Jahren. Bis 12 Jahren können die Kinder nämlich noch gar nicht kritisch denken. Das ist gut, das ist schlecht, so richtig. Selbstkritisch denken können sie nicht. Denn was passiert jetzt, wenn sie Handlungen beobachten, die positiv sind, aus biblischer Sicht positiv sind? Was passiert jetzt? Diese Handlungsneuronen schießen und sagen, mach das nach. Und jetzt kommen die Bewegungsneuronen. Und da die Kinder noch nicht kritisch sind, werden sie das auch dann greifen. Es wird geschossen und gesagt, mach das, greif da. Und sie machen das dann auch. Sie machen deshalb alles nach. Das heißt, man kann das sehr positiv nutzen. Und das wusste Gott. Gott wusste, dass die Kinder so sind. Er hat sie so geschaffen. Das heißt, jetzt liegt das in der Hand der Eltern, bis ungefähr 12 Jahre, sie zu formen, positiv zu formen. Wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, ihnen gute Sachen beizubringen, ihnen das vorzuleben, zu Hause ein christliches Leben vorzuleben. Wie schön ist es, wenn die Kinder sehen, wow, meine Eltern beten vor dem Essen. Ich möchte das gerne nachmachen. Ich falte die Hände. Oder sie machen Andacht zu Hause. Sie gehen gerne in die Gemeinde. Sie lästern nicht am Tisch über Personen in der Gemeinde oder auch über die Nachbarn. Das imitieren Kinder nach und das kann man so positiv nutzen.
Aber gleichzeitig kann man das auch negativ nutzen. Und hier kommt jetzt die ganze Problematik. Das, was ich heute ganz kurz vorgestellt habe, ist nicht etwas, was den Psychologen, den Pädagogen und auch denen, die die Medien sozusagen gestalten, fern ist oder dass sie das nicht wissen. Wer Werbung analysiert, wird merken, auf wen die Werbung zugeschnitten ist. Kauf das, liebes Kind. Denn wenn du das hast, schau mal, was für tolle Sachen du machen kannst. Und dann wird das vorgezeigt. So, und können Kinder bis 12 Jahren kritisch denken? Können sie sagen, na warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen, haben meine Eltern überhaupt genug Geld? In welcher Situation befinden wir uns gerade? Ich muss mir erstmal Gedanken darüber machen. Das klingt gut, das Angebot. Sondern was machen Kinder, wenn sie das sehen? Das möchte ich haben. Kauf das. Und dann gibt es Lärm im Kaufhaus. Weil sie das schon vorher gesehen haben. Das heißt, wenn ich meine Kinder vor 12 Jahren den Medien aussetze, das kann ich positiv nutzen. Aber wenn Kinder unbeaufsichtigt Fernsehen schauen, können sie selbst kritisch entscheiden, was sie schauen? Ich glaube nicht. Das heißt, das, was sie sehen, lernen sie. Und glaubt mir, Kinder haben so viel Mord und so viel Gewalt und so viele schlechte Sprache durch das Fernsehen kennengelernt, dass wir uns manchmal fragen, ja, wo haben sie das her? Wir bringen das doch ihnen gar nicht bei, oder? Das ist das, wie sie erzogen werden. Das ist das, was die Forschung sagt, aber auch was die Bibel schon vorher gesagt hat. Ganz konkret an einem Beispiel. Und das sind nicht nur die Medien, also sprich das Fernsehen oder Filme im Generellen, sondern das gleiche Phänomen wird bei Computerspielen beobachtet. Eltern, die Kindern beibringen oder das erlauben, Computerspiele zu spielen. Und ich spreche hier nicht von Tetris. Ich spreche hier nicht von Fußball. Ich spreche von Computerspielen, in denen Gewalt und Okkultismus gespielt wird. Die setzen ihre Kinder einer sehr gefährlichen Sache aus. Eigentlich ist es unverantwortlich, was sie machen. Denn das fördert ihre Erziehung nur zum Negativen. Und ich spreche nicht von einer punktuellen Sache, sondern von einer langwierigen Erziehung. Denn die Forscher haben festgestellt, und das ist jetzt sehr interessant, die Forscher haben festgestellt, je realer die Person, desto eher werden die Spiegelneuronen aktiviert. Das heißt, wenn ich hier, und jetzt schaut euch die Grafik an, es wird immer detaillierter, das heißt, je besser die Spiele dargestellt werden, desto eher werden die Kinder das nachmachen, das lernen, was sie sehen. Auf der einen Seite möchte Gott, dass es uns gut geht und er möchte uns ja erziehen, etwas Gutes beibringen. Er möchte, wir haben das ja gesehen, er möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte uns ewiges Leben schenken. Er möchte uns aber auch intelligent machen, weise. Gleichzeitig gibt es auch eine andere Gefahr. Und der Neurologe Manfred Spitzer schreibt in seinem Buch etwas sehr Interessantes. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch und auch ich selber, jeder möchte, dass die Kinder sich gut entwickeln in der Schule. Dort heißt es, je mehr Zeit die Kinder vor dem Fernseher verbrachten, er zitiert eine Studie, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Grundschule an einer gestörten Aufmerksamkeit litten. Das sind Fakten. Das sind Forschungen, die einfach zeigen, was passiert, wenn man Kinder durch Medien erzieht. Wir könnten das jetzt quasi auch wiederum so zusammenfassen. In Bezug auf den Wunsch Gottes für unsere Kinder heißt es, Gott möchte uns und unseren Kindern ewiges Leben schenken. Wie macht er das? Naja, indem wir das ihnen vorleben.
Kinder können das ja noch gar nicht so richtig alles verstehen. Deshalb das, was sie sehen, imitieren sie nach. Eltern haben die Liebe, leben die Liebe zu Jesus vor. Und das imitieren die Kinder nach. Gleichzeitig möchte Gott, dass wir ein gesegnetes und glückliches Leben führen. Und wie können wir das mit unseren Kindern erfahren? Naja, die Eltern lehren die Kinder, gehorsam zu sein. Gott gehorsam zu sein ist schön. Es macht Freude. Und das führt dazu, dass die Kinder weise und intelligent werden. Und das nicht nur in der Schule. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern in die Bildung investieren und sie gleichzeitig auch vor negativen Einflüssen schützen. Das ist die Verantwortung der Eltern. Und wir können sozusagen entscheiden, jeder von uns kann entscheiden, welchen Weg er nimmt. Welchen Weg möchten wir als Eltern sozusagen wählen? Wie möchte ich meine Kinder entscheiden? Das ist eure Entscheidung, das ist meine Entscheidung. Aber Gott möchte, dass wir die gute Entscheidung wählen, den guten Weg. Was passiert jetzt aber, wenn Kinder nicht mehr Kinder sind, sondern das 12. Lebensjahr überschreiten? Was passiert jetzt? Etwas sehr Interessantes findet statt. Kinder fangen an, ab diesem Alter, kritisch zu denken. Die werden manchmal auch kritisch in Bezug auf die Eltern. Eltern verlieren sozusagen die Vorbildfunktion. Eltern werden uncool. Habt ihr das schon mal gehört? Die sind so uncool, die Eltern. Man fängt an, sich an anderen Vorbildern zu orientieren. Und etwas ganz Interessantes. Teenies denken, na, ich werde jetzt selbstständig. In Wirklichkeit orientieren sie sich an ihrer Gruppe, an ihren Freunden. Sie denken, sie sind selbstständig und treffen die Entscheidungen alleine, aber in Wirklichkeit sind sie abhängig von der Entscheidung der Gruppe. Keiner würde sich trauen, anders zu kommen als die Gruppe, denn dann würde er negativ auffallen. Und da die Kinder, die Teenies, ab dem Alter von 12 Jahren ihren Selbstwert erst entwickeln, ist ihnen sehr wichtig, was andere über sie denken, die Gruppe. Das heißt, sie orientieren sich an neuen Vorbildern, sie orientieren sich an ihrer Gruppe und etwas ganz Wichtiges passiert noch. Sie orientieren sich an ihren Emotionen. Jetzt spielen Emotionen eine wichtige Rolle. Und das kann man alles sehr positiv nutzen. Gleichzeitig wissen das auch natürlich die anderen Pädagogen. Und ich möchte jetzt ganz kurz die anderen Pädagogen mal hier kurz vorstellen. Die anderen Pädagogen sind über diese Sache sehr informiert. Und ich nehme jetzt MTV einfach nur als ein Beispiel, wie diese andere Seite der Erziehung funktioniert. Dort heißt es, und ich zitiere jetzt den ehemaligen Leiter von MTV, Bob Pittman, der ehemalige Leiter von MTV. Und er sagt jetzt, weil er diese Pädagogik kennt, sagt er, der stärkste Reiz, den du hervorbringen kannst, ist emotionaler Natur. Wenn du ihre Emotionen zum Laufen bringst, dann hast du sie. Von wem spricht er hier? Spricht er hier von unseren Großeltern? Nein, er spricht von Teenies, von Jugendlichen. Deshalb kann er auch so selbstbewusst sagen, bei MTV jagen wir nicht nach den 14-Jährigen. Wir haben es nicht nötig. Wieso nicht? Wir besitzen sie. Wieso kann er das so selbstbewusst sagen? Naja, weil er die Pädagogik und die Psychologie versteht. Er weiß, dass Teenies sich an Vorbildern, an Freunden und an Emotionen orientieren. Jetzt hat er nämlich 2 Sachen von diesen 3. Er hat Vorbilder, das sind natürlich keine Freunde, die er bieten kann, aber er hat Vorbilder und er hat Emotionen. Und diese Mischung ist sehr, sehr positiv oder negativ. Hängt von der Art an, wie ich das benutze. Das weiß auch natürlich die Bibel. Ist nichts etwas, das Bob Pittman erfunden hat. Gott weiß das, dass der Mensch so funktioniert. Und deshalb gibt er uns und auch den Teenies diesen Rat. Er sagt,
Erinnert euch an eure Leiter, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut das Ergebnis ihres Lebens an und folgt ihrem Glauben nach. Erinnert euch an eure Leiter. Deshalb ist es genau so wichtig, dass in dieser Zeit ab 12 die Kinder, die Teenies, Leiter haben. Sei es Pfadfinderleiter, sei es Jugendleiter, sei es Leiter in der Sabbatschule. All diese Leiter können einen positiven oder negativen Einfluss auf die Kinder auswirken. Und deshalb ist es auch eine Verantwortung, das zu wissen. Man weiß es vielleicht gar nicht, aber Teenies in diesem Alter orientieren sich an euch, ihr Leiter. Sie folgen eurem Beispiel, bewusst oder unbewusst. Weil Eltern in diesem Alter sind für sie nicht immer Vorbilder. Und deshalb heißt es hier, da jetzt das kritische Denken bei den Teenies anfängt, sagt Gott, schaut das Ergebnis ihres Lebens an und folgt ihrem Glauben nach. Untersucht sie, schaut, wie das abläuft, schaut, wohin das führt. Jetzt könnt ihr ja denken, jetzt könnt ihr ja kritisch denken, ihr Teenies. Jetzt schaut mal, wie sieht ihr Leben aus? Und wenn es gut ist, folgt ihnen nach. Wenn nicht, lasst es sein. Leider weiß es auch natürlich die andere Seite. Deshalb werden andere Vorbilder dargestellt. Nicht der Pfadfinderleiter und der Sabbatschulleiter oder der Prediger oder der Freund, der vorbildlich lebt, sondern es werden Stars dargestellt. Schaut euch das an. Da kann kein Pfadfinderleiter mithalten. Die sind so cool, die haben Geld, die sind erfolgreich. Denen geht's gut, die können sich alles leisten, die singen toll, die sehen gut aus. Das sind doch Vorbilder, oder? Denen müsst ihr nachfolgen, dann habt ihr es geschafft. Die Bibel sagt aber, Vorsicht, seid kritisch, schaut das Leben an, schaut das Ende sogar des Lebens an und folgt ihrem Beispiel. Und jetzt muss man auch wirklich selbstkritisch bleiben. Diese Personen einfach mal untersuchen. Wie leben sie? Geht es ihnen wirklich gut? Haben sie ein wirklich glückliches Leben? Sind sie weise und intelligent? Oder wie sieht die Realität aus? Denn die Realität, wenn man einfach ganz kurz in diese Welt der Stars sozusagen reinschaut, merkt man plötzlich, dass sie nach außen ein glückliches Leben führen und schön sind. Und es ihnen wirklich gut geht. Aber in Wirklichkeit haben sie mit schwierigen Problemen zu leiden. Und dieser Lebensstil führt dazu. Da heißt es zum Beispiel Scheidung, die nicht sehr günstig war. Oder verhaftet. Oder Gewalt. Gewalt in der Ehe, Gewalt in der Familie. Das ist das, wie die Realität aussieht. Denn man kann nach außen etwas zeigen und die Realität erleben. Sagt Charlie Sheen hier, ich verliere meinen Verstand. Er hat ein Alkoholproblem und hat alles verloren. Und jetzt denkt er darüber nach, sich das Leben zu nehmen. Natürlich, so funktioniert das in der Welt der Stars. Der Teufel gibt ihnen die Möglichkeit, erfolgreich zu werden, berühmt. Und man gibt ihm einen Finger und du kriegst Geld, Ruhm, aber die andere Seite der Medaille sieht so aus, dass der Teufel alles tun wird, alles, dass dein Ende so landet und so endet, dass du dort landest, wo du alleine nicht mehr rauskommst und wo du am Ende sagen musst, hier sagt er, dass er sich sozusagen die Kugel an die Schläfe schon, die Pistole sich an die Schläfe stellen möchte und sich das Leben nehmen möchte. Sind das unsere Vorbilder? Teenies, wollt ihr diesen Vorbildern folgen? Wollt ihr, dass euer Leben so ist? Ihr könnt wählen. Ihr seid ab dem Alter schon kritisch genug. Ihr könnt selber entscheiden. Aber wisst ihr, es wird sehr raffiniert gemacht. Ist ja nicht so, dass nur das Negative dargestellt wird. Nein, man hat ja wirklich Spaß. Man erlebt ja etwas. Und diese Welt wird auch wieder so dargestellt, dass die Welt der Teenies, wenn du diese Pädagogik, diesem Weg folgst,
du wirklich etwas erleben kannst. In der Gemeinde ist es langweilig, aber hier, da kannst du was erleben. Deshalb, der weltliche Erziehungsstil wird so präsentiert. Sünde wird als cool dargestellt. Mach es nach, es macht Spaß. Und gleichzeitig werden Regeln sind nur etwas für Versager, für Loser, für die, die es nicht geschafft haben. Außerdem wird sexuelle Freizügigkeit gefördert bei den Teenies und ein laissez-faire Erziehungsstil propagiert. Was heißt das? Keine Regeln, die Eltern lassen die Kinder machen, was sie wollen, das ist laissez-faire. Und ich habe jetzt wieder als Beispiel nur Bravo genommen, um zu zeigen. Es ist nur einfach so stichprobenartig, um zu zeigen, wie das funktioniert. Schauen wir uns das mal an. Wie wird pädagogisch vorgegangen? Wie werden die Kinder, die Teenies, erzogen? Sie denken jetzt, die Teenies, sie sind selbstkritisch und können kritisch denken, aber hier ist die Frage, seid ihr auch hier noch kritisch genug? Unsere Eltern nerven. Sie treffen ja jetzt genau in dieses Alter. Ja, Eltern sind jetzt uncool. Und jetzt, ja natürlich, und wir verstehen euch. Bravo, versteht euch. Eltern sind uncool. Deshalb, blöde Regeln. Und hier ist die Lösung, wie man Vater und Mutter austrickst. Hier könnt ihr es lernen. Und wenn du Spaß haben willst, brauchst du nicht in die Schule zu gehen. Denn in der Schule gibt es keine Partys. Dort gibt es keine Feten. Du musst auf das Wochenende warten. Denn dann kannst du tanzen und knutschen und so weiter. Ja? Wie das hier so dargestellt wird. Das ist das, was du erleben könntest. Vergiss Schule, Intelligenz braucht man nicht. Bildung ist nur was für Streber, die die Brillen tragen und ganz vorne sitzen. Du bist cool, du bist dagegen. Die Bibel sagt, schaut euch das Ergebnis an. Was für Menschen werden erzogen, die diesem Lebensstil folgen? Sind es Menschen, die die Möglichkeit haben, einen guten Beruf auszuüben später? Eine Familie zu führen? Sind das intelligente Menschen, die kritisch und gut denken können? Oder sind es Menschen, die mit dem Mainstream gehen, mit der Masse? Oh, ich mache das, weil das alle so machen. Hier können wir es entscheiden. Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber ich glaube, dass es wirklich sehr schwer ist, weil die ganze Pädagogik in den Medien sich fokussiert hat auf diesen Erziehungsstil. Und ich möchte das noch einmal ganz deutlich zeigen, damit wir das sehen, was gemacht wird. Und zwar gibt es einen Erziehungsstil für die Männer, für die Jungs, und einen Erziehungsstil für die Mädels. So Jungs, jetzt könnt ihr zuhören, gut zuhören, denn jetzt wird aufgezeigt, wie ihr erzogen werdet. Nach welchen Vorbildern. Denn das durchzieht die ganze Film, die ganze Unterhaltungswelt. Und zwar nennen die Kritiker diesen Prototypen oder diesen Stereotypen für Männer, sie nennen das nach dem Englischen The Mook. Wer ist das? Was ist das? Diese Person gibt es nicht wirklich. Sie existiert nicht. Sie wird nur so dargestellt. Für Jungs, für Männer. Das ist ein Mann. Und da heißt es, The Mook ist das, was die Kritiker den geschmackslosen, vorlauten und anstößigen Charakter nennen. Er ist ein erwachsener Mann, der sich wie ein ungezogener Teenager verhält. So wird das Bild vom Mann dargestellt. Und man sieht es und lacht, weil das ja so lustig ist. Ja, das ist doch cool, so vorzugehen. Wer möchte ein Gentleman werden? Das ist was für Loser. Hier, das ist ein Mann. Der achtet nicht drauf, was die anderen von ihm denken. Auf durch die Mitte. Und das zieht sich, und ich mache jetzt wieder nur stichprobenartig, zeige ich euch das auf, wie sich das durch die ganze Unterhaltungswelt durchzieht. Es werden Männer gezeigt,
die nichts anderes im Kopf haben, als sich zu betrinken, auf Partys zu gehen, Haschisch zu rauchen und sich anstößig und daneben vorlaut zu benehmen. Und das wird als cool dargestellt. Das ist die Realität, das ist die Welt. Möchtest du ein Mann werden? Das ist ein Mann. Die Realität sieht aber anders aus. Die Realität ist, dass ein Mann Verantwortung übernehmen muss, seine Familie führen muss, dass er Kinder erziehen muss, dass er arbeiten muss. Ein junger Mann, der diesem Erziehungsstil folgt, wird niemals in der Lage sein, eine Familie zu führen und zu leiten und seine Frau liebevoll, mit ihr liebevoll umzugehen. Das ist die Realität. Gleichzeitig gibt es auch einen weltlichen Erziehungsstil für unsere jungen Frauen. Und der ist genau das Gegenteil. Der Erziehungsstil für unsere jungen Frauen sieht so aus. Die Kritiker nennen das The Midriff. Und sie wird so dargestellt. Die Midriff ist genauso wenig real wie der Mook, also der männliche Teil. Wenn der Mook ein Teenager im Erwachsenenalter ist, so ist sie vorzeitig erwachsen. Wenn der Mook sich nicht darum kümmert, was die anderen von ihm denken, so ist sie von ihrem Äußeren eingenommen. Seine Agenda ist die Grobheit. Ihre Agenda ist Sex. Und so wird es präsentiert. Darum geht es. Wenn du eine Frau werden musst oder eine erfolgreiche Frau werden willst, dann orientiere dich daran. Achte auf dein Äußeres. Tackel dich voll auf. Schau, dass andere dir immer nachschauen. Und flirte. Das ist das, worum es geht. Ein krasser Gegensatz zu dem, was die Bibel eine anständige Frau nennt. Eine Frau, die weiß, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt, wie man sich kleidet, auf was man zu achten hat, dass man Verantwortung hat den Männern gegenüber, nicht auffallend zu sein, nicht die Reize, die eigentlich nur für den Mann da sind, den Ehemann, sozusagen, dass man das der Öffentlichkeit preisgibt. Und das nimmt immer mehr zu und die Menschen denken, ja, was hat sie denn? Wir leben in einer freien Welt, jeder kann machen, was er will. Ohne die Verantwortung zu übernehmen, dass das, wie ich mich kleide, wie ich mich anziehe, wie ich mich benehme und wie ich rede, Auswirkungen hat auf den anderen. Das heißt, welchem Beispiel möchte ich folgen? Und dieser weltliche Erziehungsstil kombiniert sich in der Partnerschaft und Sexualität. Dieser weltliche Erziehungsstil, wie wir es jetzt gesehen haben, wird dargestellt und führt die Jugendlichen dahin, um ihnen ein Bild zu zeigen, das überhaupt gar nicht existiert. Es ist nicht mal real. Und es funktioniert auch gar nicht nach der Psychologie des Menschen. So wie Gott uns geschafft hat, funktioniert das nicht. Denn hier wird ein Bild von Partnerschaft und Sexualität dargestellt, das so aussieht. Man sagt, in der Unterhaltung, in den Medien, man lernt sich kennen. Was kommt danach? Wenn man sich kennengelernt hat, kommt schon die Sexualität. Am Tag, an dem man sich kennengelernt hat, folgt die Sexualität. Und danach die Kommunikation. Oh, jetzt müssen wir reden. Denn um was geht es jetzt um eine Partnerschaft? In einer Partnerschaft geht es darum, Vertrauen zu schaffen. Vertrauen, damit eine Partnerschaft überhaupt existieren kann. Und das wird als glückliche Partnerschaft dargestellt. Wenn du einen Partner kennenlernen möchtest, lieber Jugendlicher, Männer und Frauen, dann folgt diesem Beispiel, wird gesagt. So lernt man das kennen, ihr habt es in den Medien gesehen, das funktioniert. Und am Ende werdet ihr glücklich sein. Fakt ist, dass das nicht funktioniert. So geht das nicht. Der Mensch ist nicht so gebaut und geschaffen, dass eine Partnerschaft so funktionieren kann. Das wird in die Brüche gehen. Und selbst wenn es nicht in die Brüche geht, es ist nicht Gottes Ideal. Es ist nicht so, wie Gott sich vorstellt. Weil Gott möchte, dass wir glücklich leben. Das haben wir gelesen. Und deshalb möchte er uns ein anderes Erziehungsstil zeigen. Aber dieser Erziehungsstil führt dazu,
dass die Pädagogen es etwas gemerkt haben. Und es sind nicht nur Prediger, die das verkündigen, sondern Pädagogen merken, etwas läuft schief in unserer Gesellschaft. Man merkt, dass es in Deutschland und das ist für die westliche Welt im Allgemeinen, dass wir an einem Punkt sind, wo wir wirklich uns fragen müssen, wie geht es weiter? Denn die Jugendlichen lernen etwas kennen, was nicht real ist. Partnerschaft und Sexualität funktioniert nicht so. Kinder lernen und Teenager lernen nicht mehr, was wahre Liebe ist. Lernen sie nicht mehr kennen. Denn was sie lernen, ist das, was im Internet und in den Medien dargestellt wird. Man spricht heute schon von einer Generation, die nicht in der Lage ist, wahre Sexualität auszuleben, weil alles, was sie gesehen haben, sich nur auf ein Thema konzentriert. Und das ist katastrophal. Das führt dazu, dass Männer nicht wissen, wie man Frauen behandelt. Und Frauen denken, so ist es. So wird es ja in den Medien dargestellt. So muss es sein. Und man ist gefangen in einer Sache, im Internet, in den Medien und weiß nicht, wie man da rauskommt. Und man landet irgendwann mal, dass man so gefangen ist, dass man nach Hilfe schreit. Und genau in diesem Moment kommt das Evangelium. Und Gott zeigt, du musst nicht diesen Weg weitergehen. Es gibt eine Möglichkeit daraus. Und das ist das Evangelium, das uns aufzeigt, dieser Weg, er wird dich ins Verderben bringen. Gott möchte, dass es dir gut geht. Mach einen Halt. Komm zu Jesus Christus. Denn er sagt, wen der Sohn frei macht von diesem Konzept, von diesem Denken, von diesem Weltbild, der ist wirklich frei. Und das ist das, was Gott uns geben möchte. Er möchte uns Freiheit von der falschen Liebe, von der falschen Partnerschaft geben. Er möchte uns etwas schenken, was wirklich funktioniert. Und das hat er, denke ich, klar kommuniziert. Wer erfolgreiche Partnerschaft erleben möchte, wer nach Gottes Ideal leben möchte, wer möchte, dass es ihm gut geht, der lernt eine Person kennen. Er lernt, mit dieser Person zu kommunizieren, sich auszutauschen. Er schafft Vertrauen. Denn Kommunikation, miteinander zu reden, schafft Vertrauen. Im Geistigen, Geistlichen und im Seelischen. Und das ist das, was Gott uns wünscht. Dass wir dieses Vertrauen gewinnen. Und wenn wir das haben, dann kommt das, was Gott uns schenken möchte. Sexualität in der Ehe. Das Wahre, das, was Gott wirklich für uns geschaffen hat. Und das ist nach Gottes Ideal eine glückliche Partnerschaft. Das wünscht er sich. Das ist der Weg, den wir wählen können. Ellen White formuliert das so, und sie schaut auf das Ende der Erziehung. Man kann das positiv oder negativ formulieren. Sie hat einen Weitblick und sagt, wie wird das Ende aussehen? Und sie sagt, jeder, wirklich jeder, der sich fiktiver Lektüre, und sie hat damals keine Medien gekannt, wie wir sie heute kennen. Sie hat von Lektüre geschrieben, die damals genauso das propagiert hat, was wir heute haben. Sie sagt, jeder, der sich fiktiver Lektüre verschrieben hat, setzt sich dem Bösen aus, das sein geistliches Leben zerstört und die Heiligkeit der Heiligen Schrift verfinstert. Schlechte Lektüren, und wir können hier das Wort Medien einfügen. Und jetzt spricht sie, obwohl sie nicht eine Psychologin ist und nicht Neurologie studiert hat, jetzt spricht sie von dem Konzept der Spiegelneuronen. Schlechte Lektüre erzeugt eine ungesunde Erregung, erregt die Fantasie, zersetzt die Brauchbarkeit des Verstandes und bringt vom Gebet ab und macht die Seele zu jeder geistlichen Betätigung unbrauchbar. Das ist genau das, was funktioniert. Das, mit was ich mich beschäftige, was ich sehe und was ich höre, das hat Auswirkungen auf meine Psyche. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Deshalb Gottes Plan ist sein Erziehungskonzept. Er möchte, dass es gut geht, dass es uns gut geht, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Deshalb sagt er nochmal, ich wiederhole,
So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten. Weise und verständig. Ist es nicht etwas, was wir uns wünschen? Weisheit und Intelligenz? Oder wollen wir uns mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben? Man kann das so zusammenfassen. Gottes Wunsch für unsere Teenies und für unsere Jugendlichen sieht so aus. Er möchte, dass ihr, ihr lieben Teenies, ewig lebt. Das ist sein Wunsch für euch. Da ihr schon alt genug seid, könnt ihr selber darüber entscheiden, welchen Weg ihr geht. Es ist eure persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die euch rettet, nicht die Beziehung der Eltern. Ihr selbst entscheidet euch für den Weg, ob ihr ewig leben wollt oder nicht. Ihr entscheidet, ob ihr ein gesegnetes und glückliches Leben führen wollt. Und Gott empfiehlt euch, orientiert euch an den Vorbildern in der Gemeinde. Schaut ihr Leben an. Natürlich sind nicht alle, die in der Gemeinde sind, leben ideal. Aber schaut die an, die aus der Vergebung leben, die Fehler machen, aber sich diese Fehler eingestehen und sich diese Fehler vergeben lassen. Folgt ihrem Beispiel, seht auf das Ende. Dann werdet ihr weise und intelligent sein. Es wird euch Freude machen, in die Schule zu gehen. Es wird euch Freude machen, ein Instrument zu lernen, sich weiterzubilden, eine neue Sprache zu lernen, ins Ausland vielleicht zu gehen, etwas Neues zu erleben, Kulturen kennenzulernen, für Gott zu wirken, sich weiterbilden zu lassen. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und Eltern können dazu beitragen, indem sie weiter in die Bildung investieren, in die geistliche und in die geistige Bildung. Aber nicht nur für die Kinder und die Teenies und die Jugendlichen hat Gott einen Ratschlag. Er hat auch für die Eltern einen Ratschlag. Und er sagt, und jetzt spricht Ellen White hier besonders über die Väter. Wollt ihr wissen, wie es gut funktionieren kann? Und wieso ist das das Ganze, dass wir uns das anschauen? Sie sagt, die Kinder erwarten vom Vater, dass er ihnen hilft und sie führt. Dazu braucht er eine aufgeschlossene Einstellung zum Leben und den klaren Blick für die Umgebung und ihre Einflüsse, die für seine Familie gut sind. Vor allem sollte er sich von der Liebe und der Ehrfurcht zu Gott und von seinem Wort leiten lassen, damit er seine Kinder auf dem rechten Weg führen kann. Also wieso das Ganze? Wieso macht sich Gott diese Mühe? Wieso investiert er so viel in Erziehung? Weil die Kinder, die erzogen werden, die irgendwann mal Teenies werden, werden auch irgendwann mal Erwachsene. Und sie wiederum erziehen Kinder und Teenies. Und diese werden wieder Erwachsene. Es ist ein Kreislauf. Und Gott möchte, dass so viele Menschen wie möglich, so viele Kinder, so viele Teenies wie möglich bei Gott im neuen Himmel sind, auf der neuen Erde. Und das Gleiche sagt er auch für die Mütter. Und er sagt, der König auf seinem Thron hat keine wichtigere Aufgabe als eine Mutter. Das ist eine Aussage, oder? Die Mutter ist die Königin des Hauses. Es liegt in ihrer Hand, den Charakter ihrer Kinder so zu formen, dass sie auf das ewige Leben vorbereitet werden. Selbst ein Engel könnte keinen wichtigeren Auftrag begehren. In ihrer Aufgabe verrichtet die Mutter einen Dienst für Gott. Und wisst ihr, was schade ist? Dass genau das, was Gott uns hier mitgeben möchte, im weltlichen Leben umgedreht wird. Du hast es nicht geschafft, wenn du Mutter bist. Du hast es nicht geschafft, wenn du zu Hause bist. Das ist das, was heute propagiert wird. Denn du musst erfolgreich werden. Ich spreche nicht darüber, dass man eine Ausbildung oder Arbeit oder ein Studium macht oder arbeitet. Aber das Konzept, das ganze Konzept, nein, für Kinder habe ich keine Zeit. Ich möchte an meine Karriere denken. Gott sagt, nicht mal die Engel haben eine höhere Aufgabe als die Mutter. Es ist ein Vorrecht. Seht ihr, wie alles umgedreht wird? Und nur wer sich am Wort Gottes orientiert, wird am Ende wirklich ein glückliches Leben führen. Es ist unsere Entscheidung. Gottes Wunsch ist es,
dass wir ewig leben. Kinder, Teenies, Jugendliche und auch wir Erwachsene. Das ist sein Wunsch für uns. Er möchte, dass es uns gut geht, dass wir wirklich ein gesegnetes und glückliches Leben führen. Und er möchte, dass wir weise und intelligent werden. Und das ist unsere Entscheidung, ob wir diesen Weg einschlagen wollen, ob wir uns an der Bibel und an den Schriften von Ellen White orientieren möchten. Es ist unsere Entscheidung. Das Gleiche möchte auch der Teufel. Er hat auch einen Erziehungsstil. Er möchte auch einen Weg vorschlagen. Und sein Weg sieht so aus, dass du ein Star werden könntest. So wie er auch ein Star werden wollte. Ganz oben, über Gott. Da möchte er hinaus. Da möchte er dich auch mitnehmen, sozusagen. Aber sein Wunsch und seine Aussicht, die Gott uns zeigt, ist, dass er nach unten geworfen worden ist und am Ende sein Leben verlieren wird. Er präsentiert aber ein scheinbar glückliches Leben. Er stellt uns Vorbilder hin, die wirklich es geschafft haben. In Wirklichkeit sind diese Menschen unglücklich. Er gibt sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden und sagt, Intelligenz, Weisheit, das brauchst du nicht. Seine Agenda ist die Verdummung der Gesellschaft. Und wer die Medien kritisch anschaut, und ich spreche hier nicht von Naturfilmen, ich spreche hier nicht von Dokumentationen, die Wissen weitergeben. Ich spreche hier von stupider Unterhaltung, von Vorbildern, die etwas vorgeben, was nicht real ist, was auch nicht glücklich macht. Seine Agenda ist nicht nur die Verdummung der Gesellschaft, sondern auch deine persönliche Verdummung. Es ist unsere Entscheidung, welchen Weg wir nehmen. Denn sie sagt, um nur auf diese Zeit zurückzukommen, sie sagt, wir leben in den bedeutendsten Abschnitten der Weltgeschichte. Ellen White macht das ganz deutlich. Wir leben in dem bedeutendsten Abschnitt der Weltgeschichte. Bald wird das Schicksal aller Menschen entschieden sein. Unser eigenes zukünftiges Wohl und auch das Heil anderer Menschen. Seht ihr, wie sie in den Weitblick hat? Auch anderer Menschen. Hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen, welchen Erziehungsstil wir annehmen, welchen Erziehungsstil wir ausleben und vorleben. Es hängt davon ab, wie wir uns heute entscheiden. Deshalb, diese persönliche Entscheidung, welchen Weg wir heute einschlagen, wird jeder von uns selber treffen müssen. Ich und auch ihr. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr diesen richtigen Weg nehmt. Dass ihr erkennt, Jesus Christus kann von all dem Bösen, all das Schlechte, was heute wir angeschaut haben, mich freimachen. Sei es eine falsche Vorstellung von dem Mann oder der Frau, sei es eine falsche Vorstellung von Sexualität. Er kann mich freimachen von Pornografie. Er kann mich freimachen von der Sünde, von allem, was mich belastet und mich gefangen nehmen möchte. Weil er möchte, dass ich glücklich lebe. Er möchte nicht, dass wir mit Gewalt und Okkultismus aufwachsen, weil das macht unser Leben kaputt. Er möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte, dass es dir ganz persönlich gut geht. Das wünsche ich dir. Es liegt in deiner Hand. Gottes Segen bei der Entscheidung. Amen.